前も損得だけで動くんだろう。おとなしくしてな、ドサンピンガ。Wir haben nicht alle Zeit zum Quatschen. Was jetzt? Verstärkung rufen? Ein paar Schädel spalten und die Leichen reinschleifen? Ist dir doch gesagt, Mann. Ich arbeite nicht, Schätzchen. Nein, ich will nichts kaufen. Ich hab die Kohle. Hab die Kohle für den Hellmann-Job. Gut. Anders Hellmann. Schieb die Daten rüber. Zwei, bitte. Mach mal Platz. Setz dich. Hoffe, du hast ihn gefunden. So viel Entschlossenheit wie bei dir sehe ich selten. Du brauchst den Typen wohl echt. Geht um Leben und Tod. Das ist mir auch schon lange nicht mehr untergekommen. Die Flasche bleibt hier. Schenk dir was ein. Bedien dich. Auf dein Wohl. Eher auf deins. Du hast es nötiger. Danke, Nix. Die Königin des Afterlife. Wer hätte das gedacht? Hab einen Splitter für dich. Sind interessante Infos drauf. Schauen wir uns das mal an. Dein Hellmann taucht auf keiner Gehaltsliste auf, jedenfalls auf keiner offiziellen. Dafür aber in vertraulichen Akten von GNT. Kang Taos Tochtergesellschaft, China-Konzern. Kang Tao nutzt sie seit Jahren als Front, um heiklere Operationen versteckt abzudecken. Soweit klar? Wahrscheinlich verstecken sie ihn vor Arasaka. Er hat an einem streng geheimen Projekt gearbeitet. Vor Arasaka oder einem der anderen Konzerne, die sich sein Wissen aneignen wollen. Eine entschlüsselte Karte mit Routen bevorstehender Konvois von Kantau. Du denkst, Hellmann wird in einem dieser Transporte sein, richtig? Fragt sich nur, in welchem. Sieh dir mal diese Daten an. Ein einzelner AV. Keine Bodenunterstützung. Kein Güterverzeichnis. Seltsam. Klar transportiert Kantau alles Mögliche, das sie unter der Hand verkaufen wollen, auch schon mal unregistriert. Aber... sieh dir mal die Ladung von diesem AV an. Schon im System bestätigt, aber zu leicht. Definitiv keine Fracht an Bord. Aber es gibt eine Passagierliste. Kantao Personenschutz und ein VIP. Ein Transfer von GNT. Unser Mann, Hellmann. Soweit die guten Nachrichten. Tja, das war's wohl. Diese Daten sind streng geheim. Du schnippst und dir fällt alles in den Schoß, oder was? Ich weiß, wo ich suchen muss. Und wem ich ein Messer an die Kehle halten muss. Außerdem verschwende ich ungern Zeit. Besonders nicht mit dummen Fragen. Und was sind die schlechten Nachrichten? Der Einsatzort für die Entführung. Hier. All das ist Luftraum von Night City. Mhm. Da können wir den Transport unmöglich unbemerkt vom NCPD entführen. Und hier sind wir viel zu nah an Kantau. Wenn wir den AV auch nur schief angucken, haben wir ihre Verstärkung am Arsch. Aber hier sind die Jackson Plains. Eine enge Schneise direkt vor Night City und außerhalb von Kantaos Reichweite. Zeit, die Party in Schwung zu bringen. Ein toter Punkt. Da hole ich ihn mir. Du brauchst jemanden aus der Gegend, der den Einsatz vorbereitet und die nötige Ausrüstung besorgt. Wird schon schwer genug sein, dieses AV-Teil überhaupt zu verfolgen. Ich kenne die Modelle, habe im Krieg ältere davon gesehen. Sie sind riesig, trotzdem schnell und haben Next-Gen-Abwehrsysteme. Da kann ich nicht einfach draufballern. Nicht mal mit schweren Geschützen. Bringt nichts. Feuerkraft ist nicht das Problem.
Da gibt es immer einen Weg und jemanden, der ihn kennt. Oder zumindest eine Lösung basteln kann. Gut. Und du kennst solche dynamischen Hinterwäldler? Nur eine. Panam Pomer. Sie hat die Unterstützung ihres Clans verloren, aber sie ist Nomade durch und durch. Sie kennt das Gebiet. Und sie wird dir helfen. Hat gar keine Wahl. Hat keine Wahl? Klingt nicht so toll. Weder für sie noch für mich. Was kitschiger Klingendes kannst du dir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, diese Chance mit Hellmann zu verbauen. Dein Einsatz, deine Entscheidung. Aber ein mieses Gefühl wie... Klingt verdächtig. Nomaden machen Bogen um die Stadt und ihre Bewohner. Kommt auf ihren Clan an, ihre Verbindungen und darauf, wie tief sie in der Scheiße stecken. Aber du hast recht. Alte Kaldos lassen sich nur selten auf Geschäfte in der Stadt ein. Und Panam ist anderer Meinung? Ja, bei allem, wie es scheint. Warum muss Panam mir helfen? Die Sache hat einen Haken. Einen gewaltigen. Panam transportiert gelegentlich Ware für mich. Beim letzten Job. Sagen wir einfach, es war nicht ihr Glückstag. Gab's Komplikationen? Eher eine absolute Tragödie. Panam hat die Ware und ihren Wagen verloren. Sie will sie um jeden Preis wiederfinden. Ich kenne sie. Es geht um ihren Stolz. Okay, ich kann versuchen, ihr zu helfen. Aber wir wissen nicht mal, wo wir suchen müssen. Und ob. Ich schon. Du weißt es, sagst es aber nicht, Panam. Und ich soll bei deinem Katz-und-Maus-Spiel mitmachen? Ich versuche nur, eine gute Gelegenheit zu erkennen und sie zu ergreifen. Nehmen wir an, ich hätte ihr alles gesagt. Was glaubst du, wäre dann passiert? Panam hätte ihre Knarre geschnappt und wäre auf Kriegsfahrt gegangen. Das Ende kannst du dir selbst ausmalen. Und nichts hasse ich mehr, als gute Leute aufgrund ihrer Dummheit zu verlieren. Ha, ich bin also ihre einzige Chance. Und sie meine. Zwei Bauern auf Rogues Schachbrett. Du kapierst schnell. Für einen Bauern. Oh, wie. Gut. Sag mir, was du weißt. Rocky Ridge. Eine Geisterstadt vor Night City. Panam weiß, wo sie liegt. Ihr geht hin, holt die Ware zurück und die Karre auch. Als erstes rufst du sie an. Ich gebe dir ihre Nummer. Na endlich. Komm, wir hauen ab. Alles klar. Danke. Viel Glück. Vergiss Rogue für einen Moment. Ich will dir helfen. Großmütig. Aber das kommt etwas zu spät. Also sag Rogue, dass sie mich am Arsch lecken kann. Spar dir das Gelaber für deinen Psychiater. Ich rufe wegen deinem Auto und der Ware an, die du verloren hast. Interessiert? Oder soll ich dich vielleicht auch am Arsch lecken? Güterbahnhof Bonita Street. Nahe der Stadtgrenze. Da treffen wir uns. Bis dann. Ja.
Hey Judy, was gibt's? B, kannst du herkommen? Jetzt gleich? Ist was passiert? Ja. Komm bitte. Wir müssen irgendwas machen. Ich will keinen Ärger. Ich rufe die Bullen. Kannst du sie zum Bett tragen? Als würde das noch irgendwas ändern. Sollten wir sie nicht lieber so lassen, bis die Bullen kommen? Für die ist sie nur eine tote Hure. Interessiert keinen. Wir sollten ihr wenigstens etwas Würde verschaffen. Selbstmord. Morgen? Nein, heute! Was ist an dem Wort Tod so unverständlich? Nein, sie wurde nicht vom Traumateam für tot erklärt. Wäre sie Mitglied, würde ich garantiert nicht anrufen. Fickt euch! Wenn ihr nicht gleich eure Ärsche herbewegt, komme ich zu euch aufs Revier und hack alles in Stücke! Kommt ihr jetzt her und nehmt mich fest, ihr Pussys? Ist mir scheißegal, was ihr mir anhängt. Sie sind gleich hier. Meint nicht, soll sie bis morgen auf Eis legen. Nicht zu fassen, oder? Alles in allem warst du sogar freundlich zu denen. Ich an deiner Stelle hätte denen richtig eins aufs Ohr gegeben.
Ich will ihr was anziehen, damit sie mehr wie ein Mensch als eine Leiche aussieht. Würdest du draußen warten? Mach die Tür zu, Vi. Bitte. Hast du eine Kippe? Wusste nicht, dass du rauchst. Seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt brauche ich was Stärkeres als Luft in der Lunge. Bitte, wie? Nur eine. Okay, hier. Das war ihr Kippen-Etui. Willst du es behalten? Nein, du magst es. Also behalt es. Ist bei dir in guten Händen, glaube ich. Scheiße. Evelyn, ich habe sie im Stich gelassen. Ich dachte, sie braucht Freiraum, bis sie wieder klarkommt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. In solchen Dingen war ich nie gut. Du musst nichts sagen. Hast mehr für sie getan als sonst jemand. Ich hatte einen Grund, sie zu suchen, Judy. Das weißt du. Was zählt ist, was du getan hast. Du hast ihr Entscheidungsfreiheit gegeben. Mag sein. Hätte nur nicht gedacht, dass sie so entscheidet. Ihr Zustand. Ich konnte an nichts anderes denken. Ihre Tech war sauber, der Puppenchip funktional und unbeschädigt. Es muss also psychologisches Trauma gewesen sein. Hab in ihren Virtus nachgesehen und Woodman gefunden. Sie war bei ihm. Er hat Dinge mit ihr gemacht, die... Dann wurde sie ihm langweilig und er hat sie verkauft. Was hat Woodman mit dir angestellt? Hast du es gesehen? Ja. Und ich wünschte, ich könnte es löschen. Wusste nicht, dass der Kerl so ein Monster war. Sah aus wie ein schmieriger Durchschnittstyp. Alles nur Fassade. Ich kannte ihn, wusste aber auch nicht, dass er so krank im Kopf ist. Irgendwas muss ich doch tun können. Zum Beispiel? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich rufe Sus an. Danke, Vi. Ich wäre jetzt gern allein. Wir bleiben in Kontakt, ja? Sicher, dass du nichts brauchst? Nein, aber lieb, dass du fragst. Wenn irgendwas ist, ruf mich an, okay?
könnte ein neues Implantat gebrauchen. Dann bist du hier definitiv richtig.